Sozialökologischer Neustart in Thüringen. Mit diesem Titel ist eine Veranstaltungsreihe überschrieben, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Friedrich-Ebert-Stiftung gemeinsam anbieten. Es geht uns darum, die Potenziale, den aktuellen Stand und aber auch die notwendigen Schritte eines sozialökologischen Wandels in Thüringen zu diskutieren. An authentischen Orten laden wir Sie zu Diskussionen mit Fachpolitikerinnen, mit Vertreterinnen von Verbänden und der Praxis ein und thematisieren so die wichtigen Felder Wirtschaft, Bildung und Gesundheit. Bevor aber die thematischen Diskussionen beginnen können, freuen wir uns sehr, heute mit Professor Silke van Dijk von der Universität in Jena eine soziologische Perspektive voranstellen zu können. Frau van Dijk, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Wir freuen uns sehr, damit eben wirklich nochmal so eine gewisse wissenschaftlich-analytische Rahmung herzustellen, bevor wir dann in die einzelnen Themendiskussionen gehen. Sie haben sich in Ihrer Forschung ja ganz intensiv mit grundlegenden Fragen zu Wirtschaftsordnungen, zum Zusammenspiel von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft auseinandergesetzt. Können Sie für uns vielleicht nochmal einordnen, woher dieser Diskurs um den sozialökologischen Wandel eigentlich stammt und auch so ein bisschen aus der soziologischen Sicht sagen, worauf er zielt? Genau, man kann sagen, das ist wie oft bei Dingen, die an Prominenz und Wichtigkeit gewinnen, dass sie eine lange Vorgeschichte haben. Und das ist natürlich bei der sozialökologischen Frage beziehungsweise der damit eng verbundenen Wachstumsfrage auch so, ne? Anfang der 70er Jahre, der Bericht des Club of Rome mit den Grenzen des Wachstums war sicherlich neben den aufkommenden Umweltbewegungen so etwas wie eine Geburtsstunde nach den Jahren rasanten Wachstums in der Nachkriegszeit auf die Idee zu kommen, dass endloses Wachstum auf einem endlichen Planeten tatsächlich Probleme bereiten könnte. Dass wir heute sehr stark von einer sozial-ökologischen Krise sprechen, beziehungsweise dass das eine Deutungsfolie ist, die ja auch eher aus einem wissenschaftlichen Diskurs kommt, zeigt aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Aspekte der ökologischen Frage auf, die jetzt zunehmend auch mit Fragen des Klimawandels und der Nachhaltigkeit verbunden ist. Nämlich einmal kann man sagen, sozial-ökologisch steht genau dafür zu zeigen, dass auch ökologische Fragen, dass Fragen ökologischer Nachhaltigkeit auch sozial ausgehandelte Fragen sind. Also dass wir nicht so etwas wie einen ökologischen Imperativ haben oder dass uns quasi der Klimawandel oder Veränderungen der Umweltbedingungen diktieren, welche Politiken jetzt notwendig seien, sondern dass die Frage, was wird hier überhaupt als Krise wahrgenommen, was sind vertretbare Maßnahmen, dass das eben sozial ausgehandelt ist. Das ist aus meiner Sicht im Moment auch wirklich besonders wichtig zu betonen, da es gerade auch in linken Kreisen durchaus die Tendenz zu einem technokratisch wissenschaftsaffinen Verständnis von Umwelt- und Ökologiepolitik gibt. Wir finden das in Ansätzen auch in der Fridays for Future-Bewegung, wo einerseits zu Recht mit diesem Verweis hört endlich auf die Wissenschaft, auf die wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel hingewiesen ist. Trotzdem geht hier der Moment verloren, dass Politik natürlich nicht mehr Politik ist, wenn sie quasi exekutiert, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, sondern dass es darum geht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst zu nehmen, sie zu rezipieren und dann politisch zu entscheiden und abzuwägen, wie daraus eine nachhaltige Politik werden kann. Deswegen ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, auf diese Komponente gesellschaftlicher Aushandlung, gesellschaftlicher Konflikthaftigkeit jetzt auch in Bezug auf ökologische Fragen hinzuweisen, denn ein technokratisches Politikverständnis wird nicht besser dadurch, dass es aus normativ guten Gründen oder von linker Seite vertreten wird. Auch die bekannte Autorin und Aktivistin Naomi Klein argumentiert sehr stark sozusagen, mit dem Klimawandel ändert sich alles und das, was die Linken schon immer wollten, wird jetzt zum Imperativ, dem man gehorchen muss. Und ich denke, das ist ganz fatal für ein emanzipatorisches, sozial-ökologisches Projekt, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, denn genau damit wird quasi das, was ja linke emanzipatorische Kräfte immer stark gemacht haben, den politischen Streit, die Auseinandersetzung, wird suspendiert. Und das kommt, glaube ich, ziemlich schnell als Bumerang zurück. Das ist, glaube ich, die eine wichtige Bedeutung von sozial-ökologisch. Wir kommen nicht drum herum, sozial und politisch darüber zu streiten,
wie eine ökologisch verträgliche, wie eine nachhaltige Gesellschaft aussehen soll. Und dann gibt es neben dieser Perspektive darauf, dass auch ökologische Fragen immer sozial ausgehandelt sind, noch eine zweite Bedeutungskomponente, die in der letzten Zeit sowohl wissenschaftlich als auch politisch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich die Frage, wie kann der Wandel hin zu einer nachhaltigen, ökologisch verträglichen Gesellschaft sozial ausgestaltet werden? Also wie gehen wir mit sozialer Ungleichheit, mit dem Umstand um, dass sowohl materielle als auch symbolische Ressourcen, auch Bildungsressourcen, um mit diesem Wandel umzugehen, extrem ungleich verteilt sind. Damit ist zugleich auch darauf hingewiesen, dass wir gerade auch, wenn wir uns den globalen Maßstab angucken, die ökologische Frage ihrerseits immer auch schon eine soziale Frage ist. Es geht also nicht nur um die Frage, wie werden quasi die Folgen ökologischer Politik und auch die damit verbundenen Lasten oder Einschränkungen, die es ja auch gibt, wie werden die sozial gerecht verteilt, sondern wir können schon im Schritt vorher zeigen, dass ökologische Gefahren und Probleme eben nicht in dem Sinne, wie Ulrich Beck damals in seinem Buch Risikogesellschaft betont hat, wo er sagt, Smog ist demokratisch, ne? Also er betrifft alle gleichermaßen. Wir wissen heute, dass das zwar eine griffige Formulierung war, aber die in jeglicher Hinsicht falsch ist. Wir wissen, dass Umweltbedingungen, auch wie Feinstaubbelastungen, extrem ungleich verteilt sind, nämlich auch davon abhängen, welche Wohnorte ich mir leisten kann. Wir wissen im globalen Maßstab, dass vor allem diejenigen an den Folgen des Klimawandels leiden, die am wenigsten zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Das heißt, die ökologische Frage ist schon inhärent eine soziale Frage, weil diejenigen, die besonders viel dazu beitragen, dass sich das Klima verändert, die also einen großen ökologischen Fußabdruck haben, oft die Letzten sind, die die Folgen zu spüren bekommen. Und die dann jetzt offene Frage ist, wie kann ein solcher Prozess so organisiert werden? Nicht nur so organisiert werden, dass man alle mitnimmt, sondern auch so organisiert werden, dass sowohl die unterschiedliche Betroffenheit von ökologischen Veränderungen und Gefahren als auch ihrer Bearbeitung sozial gerecht und verträglich verlaufen.